Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Meisterschaftsspiel zwischen Holstein Kiel und der SG Dynamo Dresden. Die Partie des 32. Spieltags endete mit einem 2:0 für Holstein Kiel. Ich begrüße die beiden Trainer, Herrn Markus Kautzinski von Dynamo Dresden und Fabian Boll, unser Co-Trainer, der heute Ole Werner vertritt, der aus privaten Gründen verhindert ist. Herr Kautzinski, bitte Ihr Statement. Ja, Glückwunsch an Holstein Kiel. Natürlich ein verdienter Sieg. Wir waren gut im Spiel, haben direkt eine gute Balleroberung durch André Petrak, wo er vielleicht noch ein bisschen gehen kann, die dann vereitelt wird. Dann haben wir nochmal einen Schuss vom 16er, dass wir immer wieder Möglichkeiten hatten, aber auch Kiel hatte Möglichkeiten, also ein ausgeglichenes Spiel bis zu dem Zeitpunkt. Jede Mannschaft auf ihre Art und Weise gespielt. Und ja, dann geraten wir in Unterzahl. Und mit dem Pausenpfiff dann in Unterzahl am Flügel schlecht verteidigt, nicht mitgekommen mit dem Gegner, dann in Rückstand geraten. Und dann haben wir ja, uns erstmal sammeln müssen, haben in der Halbzeit ja, versucht, das auszurichten und dann vielleicht über Freistöße, über Eckbälle, über einzelne Angriffe zu kommen. Wussten, dass wir erstmal gut verteidigen müssen, erstmal gut stehen müssen. Das ist uns gelungen. Haben dann immer mal wieder so ein bisschen Entlastung, immer mal wieder so eine halbe Möglichkeit. Terracino eingewechselt, hat nochmal zwei Schüsse. Aber insgesamt hat man dann natürlich gemerkt, was wir auch in den Beinen, in den Knochen haben und dass wir dann einfach diese Wege, nochmal mehr Wege als die wir schon zurückgelegt haben, in Unterzahl, nochmal mehr Wege, nochmal mehr Kampf, dann nicht leisten konnten. Wir haben es probiert, wir haben immer wieder den Kopf hochgenommen, auch nach dem 2:0 haben wir nochmal versucht vorzuschieben. Das tat dann weh manchmal, wenn man gesehen hat, wie die Spieler beißen, wie sie immer wieder angelaufen sind, immer wieder versucht haben, aber nicht können. Sodass wir dann das hinnehmen müssen, wie so viele Dinge, die wir haben hinnehmen müssen, müssen wir auch diese Niederlage hinnehmen und haben jetzt einen Tag Zeit, bevor wir übermorgen wieder in den Flieger steigen und zum nächsten Spiel nach Sandhausen gehen. Ob da noch was geht, weiß ich nicht. In unserer Verfassung kann ich nicht sagen. Wir haben es eh, glaube ich, nicht mehr in der eigenen Hand. Und von daher schauen wir jetzt erstmal, müssen diesen Niederschlag auch erstmal verdauen. Und dann, naja, dann geht es in den Rest. Danke sehr. Vielen Dank erstmal, Fabian. Was sagst du zum Spiel? Ja, kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also erstmal sind wir natürlich richtig glücklich und zufrieden, dass wir jetzt den Deckel drauf gemacht haben, dass wir mal wieder zu Null gespielt haben, was definitiv auch mal ein Ziel wieder war von uns. Und ansonsten ja, hatten wir auch tatsächlich auch mal das Spielglück, dass die Momente auf unserer Seite waren. Also dass Janni uns einmal super im Spiel hält, gerade wo wir einen sehr leichten Ballverlust haben durch Meffo, darf so natürlich nicht passieren, aber ist denn auch, wenn man versucht, mal mutig hinten rauszuspielen, dann passiert sowas auch mal. Wie gesagt, hält uns ja nicht im Spiel und dann natürlich mit dem Platzverweis und dem Tor direkt vor der Pause, das ja, tut denn natürlich gut. Also man hat, glaube ich, auch gesehen, dass auch so ein kleiner Negativlauf, wie wir ihn vielleicht dann auch hatten mit einem Sieg aus den letzten 9 Spielen, dass das nicht so spurlos an einem vorbeigeht. Und letztlich gerade auch zweite Halbzeit in Überzahl irgendwie auch noch gefühlt so unnötig eigentlich die Souveränität haben vermissen lassen. Also ich glaube, da hätten wir es einfach auch besser ausspielen können. Aber nochmal, alles in allem sind wir zufrieden, dass wir die 3 Punkte hier in Kiel behalten können. Und jetzt geht der Fokus dann auch auf Osnabrück. Vielen Dank erstmal. Wir schalten jetzt bei unserer virtuellen Pressekonferenz nach und nach die Journalisten frei. Den Anfang macht Christian Jessen von Nordsport. Ja, Fabian, du hast es eben schon angesprochen, in der zweiten Halbzeit fehlte so ein bisschen die Souveränität phasenweise. Hattest du den Eindruck, dass die Mannschaft nicht so richtig wusste, soll man jetzt mutig gegen den Gegner, gegen 10 Mann nach vorne spielen, die Räume nutzen? Oder dass vielleicht so ein bisschen Angst dabei war, sich das wieder zu nehmen zu lassen und am Ende blöd dazustehen wie letzte Woche? Spielte diese Angst da vielleicht eine kleine Rolle? Ja, ich glaube, das ist einfach nicht so einfach aus den Klamotten schüttelst, wenn du auch oftmals denn auch noch Gegentore bekommst in der zweiten Halbzeit. Und auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, ist es denn ja auch nicht leicht. Also Dresden hat es sehr gut gemacht, hat die Räume sehr gut verengt. Da dann auch immer die richtigen Räume zu finden, ist natürlich auch nicht leicht. Für mich war es aber denn
im Spiel selbst. Wir hätten einfach noch schneller den Ball laufen lassen müssen mit einer noch höheren Passschärfe und auch vielleicht ein bisschen mehr auch Bewegung haben sollen im Spiel, war teilweise ein bisschen zu statisch. Musste einfach so einen engen Block, den wir in Dresden aufgestellt haben, auch in Bewegung halten. Und das haben wir dann nicht gut gemacht und sind dann auch unnötig wieder sehr, sehr tief gefallen. Aber nochmal, ist jetzt auch direkt abgehakt das Spiel. So, Auftrag war da, die drei Punkte hier zu behalten. Das haben wir geschafft und insofern überwiegt dann doch die Zufriedenheit. Herr Jan Arndt von der Bild Mopo, Bild Dresden, Entschuldigung. Herr Arndt, sind Sie bei uns? Ich bin dabei, aber habe keine Fragen, danke. Ah, okay. Dann nehmen wir mal Herrn Jochen Leimert von der Dresdner Neuesten Nachrichten. Haben Sie Ihr Mikro an? Kann man jemand dem Kollegen sagen, dass er sein Mikro anmachen muss, der in der Nähe sitzt? Ja. Mikro anmachen. Hallo? Ja. Können Sie mich hören? Ja, jetzt sind Sie auf Sendung. Gut. Frage an Markus Kaczynski. Wie geht es Yannick Müller? Er muss ja am Boden zerstört sein nach dieser Aktion kurz vor der Pause. Die müssen Sie jetzt sicherlich erstmal aufrichten. Ihm geht es so, wie es uns allen geht. Wir sind natürlich am Boden zerstört. Wir haben viel eingesetzt, sind dann in Unterzahl geraten und sind mit Sicherheit in der Situation, die ihm so nicht passieren darf. Wir unterstützen, wir helfen jetzt, aber erstmal sind wir alle natürlich down, müssen das, glaube ich, erstmal verarbeiten und werden morgen uns wieder aufrichten für die letzten beiden Spiele. Alles Gute. Danke. Andreas Geil vom Kicker. Ja, Glückwunsch Fabian erstmal zum Sieg. Yannick Dehm hatte seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison, dass sein Schienbeinbruch. Das Schienbein hat den Stresstest beim Foul gut überstanden, das Gebrochene. Wie zufrieden bist du mit seiner Leistung? Ja, ich glaube, dass Yannick ein paar Minuten brauchte, um wieder reinzukommen. Wir hatten ja schon auch in den letzten Spielen mal reingeworfen. Insofern wussten wir auch, dass er schon wieder sehr weit ist in seiner Leistungsfähigkeit. Und deswegen war es heute auch, weil wir schon davon ausgegangen sind, dass Dresden dann auch mal tief stehen wird. Das hat einfach den Vorzug gegeben von Yannick gegenüber Phil, haben das aber auch mit beiden ganz gut besprochen. Und insofern bin ich zufrieden, gerade auch was letztlich das Leben auf dem Platz anging. Und da war Yannick auch ein Baustein von, auch in jeden Ball geschmissen. Und ich glaube, geht es uns wie den Dresdnern vielleicht nicht ganz so krass. Aber man merkt schon, dass die Kräfte langsam jetzt auch nachlassen zum Ende der Saison hin. Und insofern war ich mit ihm wie mit allen anderen auch zufrieden, dass sie sich wirklich bis zum Schluss auch dagegen gestemmt haben, noch ein Gegentor zu bekommen. Und auf der Leistung kann man sicherlich aufbauen, auch wenn wir wissen, dass er noch Luft nach oben hat. Aber wenn er spätestens im Sommer eine ganze Vorbereitung mit hat, dann werden wir noch wieder viel Freude an ihm haben. So, jetzt aber die Mopo, Herr Nahrendorf. Herr Nahrendorf? Ja, ich bin da. Sie sind da, aber haben Sie auch eine Frage? Oder? Die rote Karte in der zweiten Halbzeit häufig mit dem Schiedsrichter diskutiert, Ihre Bank auch, hat sich da der ganze... Man kann nicht fragen, ich habe es nicht wirklich verstanden, es war immer so abgehackt. Ich habe jetzt, müsste es ja nochmal wiederholen. Ja, jetzt? Müssen Sie erstmal sprechen, dann können wir Ihnen eine Rückmeldung geben. Ja, versuchen Sie es nochmal. Hallo? Ja. Sonst kann jemand die Frage für Herrn Nahrendorf stellen. Ich sehe, da wird Amtshilfe geleistet. Ja, hören tue ich auf jeden Fall was. Ja. Hallo? Ja, jetzt. Wie ist die Lage? Hallo? Ja. Ich glaube, wir machen mal mit Herrn Geißler weiter von der Sächsischen Zeitung. Herr Geißler?
Mich hören Sie nicht. Doch, ich höre Sie sehr gut. Ja? Ja. Aber ich höre mich nicht. Herr Kocinski, ja. Dann stelle ich einfach so die Frage auch, die, glaube ich, der Kollege Nahmdorf auch stellen wollte. Und zwar zur roten Karte. Sie haben sich, oder gelb-roten Karte, Sie haben sich dann auch sehr emotional gezeigt, auch noch die gelbe Karte kassiert. Auf der Bank war auch viel Emotionalität. Ist das auch den letzten Wochen und vor allen Dingen auch einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen geschuldet? Kommt sowas dann einfach irgendwann mal raus, auch wenn Sie haben ja gesagt, die gelbe Karte wahrscheinlich doch richtig war? Ja, dafür muss man sich das in der Zeitlupe anschauen. Er hat den Ball getroffen, so sah es von unserer Stelle aus, und er hat den Ball auch getroffen, aber er hat dann natürlich durchgezogen. Also das, wenn ich das sehe, dann geht das in Ordnung. Aber natürlich laufen wir natürlich mit ganz schönem Gepäck rum und haben, wenn man das alles zusammenzählt, einiges ertragen müssen und haben vieles schlucken müssen, und das man sich dann, dass man sich dann wehrt oder dass man sich ungerecht behandelt fühlt, das ist normal, und das kommt dann natürlich irgendwann raus. Dann nochmal in Unterzahl anzulaufen, zu sehen, wie die Jungs leiden, zu sehen, wie die Jungs dagegen kämpfen, das tut einem natürlich dann selber weh. Und dann waren auch wieder einige strittige Situationen, nicht spielentscheidendes, also dass wir um Himmels Willen, wir suchen die Schuld, aber keinem anderen. Aber über die ganze Zeit waren schon jetzt über die ganzen Spiele immer wieder Sachen, wo wir, die einfach nicht gut tun, wo wir uns einfach nicht gut fühlen, die noch oben drauf kommen zu dem Ganzen, was man uns aufgebürdet hat. Das ist ja auch klar, dass das dann irgendwo rausplatzt. Marco Nehmer von den Kieler Nachrichten. Hallo in die Runde. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Eine Frage an Fabian. Wir wussten gestern ja auf der Pressekonferenz noch nicht wirklich, wie die Konstellation sein würde. Die Ergebnisse gestern Abend haben dann ja ganz positiv gestimmt und die ganze Sache sicherlich ein bisschen angenehmer gemacht mit Blick auf die Tabelle. Hat das in irgendeiner Weise Einfluss auf die Mannschaft gehabt, dass man möglicherweise nicht zu verkrampft an die Sache geht? Oder habt ihr das komplett ausgeblendet und wirklich nur darauf geachtet, euren eigenen Auftrag, wie du es genannt hast, umzusetzen? Ja, ich sag mal, das ist ja immer so die Wunschvorstellung, dass man komplett bei sich bleibt und dass man alles andere ausblendet. Aber jeder, der mal im Fußball zugange war, weiß auch, dass jeder, der im Fußball dabei ist, auch mal auf die Tabelle schaut. Insofern ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass das den einen oder anderen vielleicht im Hinterkopf ein bisschen beeinflusst. Nichtsdestotrotz haben wir das auch für uns thematisiert, tatsächlich vor dem Spiel, dass man den Rucksack einfach mal beiseite lässt, der so vielleicht auch die letzten Wochen mitgeschleppt worden ist aufgrund der Ergebnisse, sondern wir haben die Jungs einfach zu verstehen gegeben, dass letztlich sich nichts großartig dran geändert hat, weil die Jungs mit 5, 6, 7 Jahren irgendwann mal sich entschlossen haben, Fußball zu spielen, weil es einfach Bock gebracht hat, mit seinen Jungs auf die Wiese zu gehen und ein bisschen zu kicken und füreinander einzustehen. Und wenn man es runterbricht, ist es heutzutage immer noch das Gleiche. Und da wollten wir einfach die Last, die durchaus auch erkennbar war, in den Gesprächen, auch in den letzten Tagen, wollten wir einfach den Druck so ein bisschen auch nehmen. Und deswegen ziehe ich nochmal den Hut auch davor, wie sie heute als Team auch agiert haben. Also war richtig Leben auf dem Platz. Muss man gerade auch mal Jojo Vandenberg loben, der wirklich auch immer verbal sehr viel Druck gegeben hat und die Jungs immer wieder nach vorne gepeitscht hat. Hauke Thees immer dabei. Also generell haben viele auch, die sonst eher stille Vertreter sind, viel dafür getan, dass wir heute eine sehr positive Stimmung auf dem Platz hatten, und das hat uns sicherlich geholfen. Norman Nabe von NDR Welle Nord. Ja, moin Fabian, Norman Nabe in der 1-Welle Nord. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem ersten, in Anführungsstrichen, hauptamtlichen Trainereinsatz, und wie waren so die 90 Minuten im Vergleich zu deiner Rolle, die du sonst bei den Spielen hast? Also der Redeanteil hat sich extrem erhöht in den letzten Tagen. Ansonsten habe ich es ja auch vor dem Spiel schon mal gesagt in der PK. Das Schöne ist natürlich, dass wir auch mit Ole und mit Kohle, letztlich auch Paddy Borger und der Athletiktrainer, also eigentlich schon sehr viel auch immer im Team gearbeitet haben, auch Philipp Pelker als Videoanalyst, und sich an der Konstellation eigentlich nichts geändert, sondern dass wir immer noch sehr eng alles abgestimmt haben, und
Ich glaube, nichtsdestotrotz war es für alle eine spezielle Situation, weil so Knall auf Fall dann auch ja, in diese Rolle hineinzuschlüpfen, fällt auch nicht so leicht. Und deswegen ist es schon eine besondere Situation gewesen. Und ich glaube, dass ja, wir trotzdem alle irgendwie glücklicher gewesen wären, wenn Ole heute mit uns an der Seite gestanden hätte. Aber deswegen auch dieser Sieg, auch das wurde vor dem Spiel auch thematisiert, dass wir das Ding auch für Ole gewinnen wollen. Und ja, glücklicherweise haben wir das dann auch geschafft. Und ich hoffe, dass Ole es gesehen hat. Wir haben ja gerade auf dem Platz schon mal versucht anzurufen, haben ihn dann auch erreicht und unsere Freude zum Ausdruck gebracht. Und ja, da sieht man einfach, dass es einfach auch ein guter Haufen ist, der sich hier zusammengefunden hat und jeder auch an den anderen auch mal denkt. So, wir versuchen nochmal eine Verbindung aufzubauen zu Jochen Leimert von den Dresdner Neuen Nachrichten. Könnte jemand, der da oben neben ihm sitzt, nochmal auf das Mikro hinweisen? Weil ich kann leider nicht Lippen lesen. Sitzt jemand neben Herrn Leimert? Mikro? Jetzt nochmal. Jetzt sind Sie auf Sendung. Jetzt. Herr Boll, Sie waren ja selber lange Spieler. Sie können sich auch vorstellen, mit welcher Ausgangslage Dynamo Dresden heute hier angereist ist. Wie froh waren Sie denn, dass Sie heute Holstein Kiel betreuen durften und nicht Dynamo Dresden in dieser schwierigen Situation? Ja, ich muss sagen, also es, klar sind wir erstmal glücklich, dass wir gewonnen haben und ja, wir den Deckel drauf gemacht haben. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, wenn die Spieler wirklich emotional angegriffen sind und mit Tränen auf dem Platz stehen. Ja, das wünscht man keinem. Leider ist es im Sport so, dass es auch ja, in dem Sinne Verlierer geben muss, wo es Sieger gibt. Aber das sind natürlich ganz bittere Momente. Also auch das musste ich natürlich auch selber als Spieler schon mal erfahren. Weiß auch ganz genau, was so eine Situation mit einem macht. Und ja, auch da heißt es dann wieder aufstehen, Krone richten und weitermachen. Das haben wir damals als Spieler dann auch geschafft. Und in der dunklen Stunde des Abstiegs liegt dann ja, wenn es denn soweit ist, auch immer eine große Chance, auch wieder gestärkt daraus hervorzukommen. Und Dresden hat es ja auch schon ein paar Mal gezeigt, dass sie dann auch wieder ja, eine Liga höher dann antreten. Und abgestiegen. Genau. Ich sage ja, wenn es soweit ist. Und insofern ist das einfach eine Situation, die man keinem wünscht, also wenn man die Spieler gerade sieht. Aber drückt natürlich auch die Daumen, weil ich glaube, Dresden sind auch immer Spiele für eine Auswärtsmannschaft, die wirklich Spaß machen, weil da jetzt mal Corona-Zeiten ausgenommen, weil da auch immer gute Stimmung in der Bude ist. Und ja, würden uns wünschen, dass es in Dresden auch noch schafft. Vielen Dank für Ihre fairen Worte. Okay, ich schaue mal mit Blick auf die Uhr. Gibt es noch Fragen? Sonst würde ich Herrn Kautzinski mal entlassen. Jede Stunde zählt. Jede Stunde zählt, höre ich gerade. Okay, ich sehe nichts mehr. Dann würde ich sagen, Herr Kautzinski, gute Rückreise. Vielen Dank. Und ja, halten Sie durch.